Ihr habt eine Idee, wie ihr eure Maschinen oder Fahrzeuge mit spezieller Sensorik intelligenter und mit mehr Service für eure Kunden ausstatten könnt und wisst aber nicht genau, wie man das nur testen kann und rausfinden kann. Geht das überhaupt? Hallo, ich bin Thomas Horstermöller von der VWISE Software AG. Und heute geht es um den Aufbau eines einfachen Demonstrators mit verschiedenster Sensorik, um eure Ideen zu prüfen. Geht das überhaupt? Und da habe ich ein ganz interessantes Bausteinpaket rausgefunden für euch. Das nennt sich Tinkerforge. Das sind auch die kleinen Gimmicks, die hier manchmal so stehen, weil ich da so ein Fan von bin. Das ist hier zum Beispiel ein Bewegungsmelder, wenn also die Bewegungen passieren, dann nimmt er das auf. Hier gibt es dann so einen Abstandssensor und solche Sachen. Was kann ich damit machen? Der Clou von diesen Bausteinen von Tinkerforge, da könnt ihr den Link auch nachgucken und ich kriege auch keine Provision von denen und ich bin da nur ein Fan von. Der ist, dass die sehr modular aufgebaut sind. Ich kann die ineinander stecken, beliebig kombinieren und ich habe Programmbibliotheken und muss mich also nicht mit dem Kleinkram auseinandersetzen, wie man da also nur die ganze Sensorik ansteuert und kann einfach meine Anwendung mal im Labor aufbauen und überlegen, funktioniert die überhaupt? Normalerweise hat man ja so einen komplizierten Bordcomputer und da habe ich einen CAN-Bus dran und RS-232-Schnittstellen und das weiß jeder, einen CAN-Bus testen und prüfen ist alles ein bisschen kompliziert, da muss ich Prüfstände aufbauen und solche Sachen. Aber wenn ich also so einen Bordrechner habe mit Intelligenz drin und ich will zum Beispiel einen Abstandssensor checken oder auch meinetwegen Temperatursensor, um eure Ladung zu überprüfen oder irgendwas, da muss ich ja nicht gleich alles in Echtbetrieb aufbauen, sondern ich kann das ja auch mal im Labor simulieren. Ich habe hier mal einen etwas komplexeren Aufbau, den ich euch mal zeige. Da gibt es auch so schöne, schnucklige, kleine Werkbänke dazu und dann über so Kabel kann man das alles schön zusammenstecken. Oh, hier wird es ein bisschen unordentlich. So, das haben wir hier für eine Schule gemacht. Da geht es darum, den Informatikkurs ein bisschen zu begeistern für Java-Applikationen und Internet of Things. Also wir brauchen ja auch irgendwann mal Nachwuchs und da muss man ja auch ein bisschen dran arbeiten. Und das haben wir auch mit Schülern zusammen entworfen. Hier läuft das zum Beispiel, ich schalte das mal eben hier ein. Jetzt sehen wir das gleich. Hier ist ein Abstandssensor und ein Lautsprecher. Und die Anwendung prüft jetzt, also ist eine simple Anwendung, die prüft jetzt einfach hier, wenn ich jetzt mal den Abstand hier sehe. Und wenn ich näher rangehe, muss man mal ein bisschen lauschen, ist nicht besonders laut der Lautsprecher. Ja, man hört es also deutlich. Also eine Simulation, ich mache das mal wieder aus, eine Simulation, wie bei einem Fahrzeug, wenn ich rückwärts setze, dann piept er natürlich, je nachdem, wie weit der Abstand ist. Und da lernen die Schüler also relativ schnell, wie sowas funktioniert. Aber ich kann das natürlich auch für eine Überprüfung oder sogenanntes Proof of Concept meiner eigenen IoT-Anwendung verwenden. Hier haben wir auch noch einen Lautstärkeregler drin. Das haben die Schüler selber sich überlegt. Also wenn es besonders laut wird in der Klasse, dann wechseln diese Farbdioden hier von Gelb und nachher nach Rot. Und über diesen Poti hier kann ich dann sogar regeln, wie hoch eigentlich die Schwelle für die maximale Lautstärke, die vielleicht noch grün sein soll, ist. Also da haben die Schüler eine ganze Menge Spaß dran. Aber das ist ja jetzt nur für Forschung und Lehre. Ich räume das mal zur Seite. Ich zeige jetzt mal einen kleinen Aufbau, den wir dann mit einer richtigen Anwendung mal gemacht haben. Die ist dann auch hier mit dieser Box dann nachher verbunden. Hier haben wir dann auch ein Display, also alles diese Tinkerforge-Bausteine. Ich habe eigene Rechner, die also mit eigener Intelligenz arbeiten. Da ist ein kleines Linux-Betriebssystem drauf. Ich habe hier so Funkmodule, kann das also ins Wireless LAN hängen, wenn ich nicht gleich ein Mobilfunkmodul haben möchte. Und in dieser Anwendung hier haben wir simuliert, wie also Ladung überwacht wird mit einem Temperatursensor. Hier haben wir also ein Modul, ist einfach ein einfacher Temperatursensor. In der Anwendung, blenden wir gleich mal ein, sieht man also den Temperaturverlauf. Und wenn ich also hier so einen Föhn dran halte, das haben wir dann in der Aufnahme mal getrennt noch gemacht, weil wir da natürlich auch PC und ganzen mehr Laboraufbau brauchen, sieht man dann sehr schön, dass dann in dem Dashboard
Das heißt also, wo ich also alle meine Fahrzeuge sehe, dann natürlich das entsprechende Fahrzeug, wo also die Temperatur zu hoch wird, rot angezeigt wird. Und hier im Display kommt dann auch die Rückmeldung. Das zeigen wir euch gleich auch nochmal von dem tatsächlichen Laboraufbau einen Schnitt. Kommt dann die Meldung, dass also die Temperatur zu hoch ist und die muss dann auch über den Knopf von dem Fahrer quittiert werden. Diese einfache Anwendung kann man mit diesen Bausteinen hier relativ schnell aufbauen. Mit dieser Anwendung haben wir dann einfach reale Weltanwendungen etwas simuliert. Da ging es eben um die Ladungsüberwachung. Meldung hier natürlich in einem Display für den Fahrer und der muss das auch quittieren. Natürlich am besten was unternehmen dagegen. Und das Interessante ist, wir haben dann nicht nur die Daten hier auf der Box gelassen, sondern haben die tatsächlich in eine kleine Demo-Anwendung von Azure, also der Microsoft-Plattform für mit der IoT-Cloud reingebunden. Das ging also auch mit diesen Tinkerforce-Bausteinen und hier auch dieser Box relativ einfach. Also man muss da schon ein paar Mannwochen oder einen Mannmonat oder so investieren, um das zu machen, aber auch nicht mehr. Wenn ich also eine komplizierte Anwendung mit CAN Bus und irgendwelchen C- oder C++-Programmen auf der Box dann da bauen will, dann bräuchte ich also schon wesentlich länger dafür. Ja, herzlich willkommen bei der Kurzpräsentation des Laboraufbaus des VY Azure Prototypen mit der T-Control Truckbox. Wir sehen jetzt auch, die T-Control Truckbox ist schon entsprechend angeschlossen. Um von der T-Control Truckbox Messwerte zu bekommen, haben wir hier ein sogenanntes Tinkerforce-Laboraufbausystem hier gebaut. Einfach mit einem Display, wo die aktuellen Werte angezeigt werden, einem Schieberegler, mit dem wir die Feuchtigkeit simulieren können und hier einen Temperatursensor und hier eben noch zwei Buttons, um möglicherweise Alarme, die kommen dann eben auch zu bestätigen. Links davon ganz einfach nur ein Netzgerät, um entsprechend das ganze System hier mit Spannung zu versorgen. Und hier dann natürlich auch ein Notebook, das mit dem Internet verbunden ist, um den Demonstrator aufzurufen. Das habe ich jetzt schon mal gemacht hier. Ich kann mich an dem System anmelden. Interessant ist, dass das System auch mit den Active Directories, also mit den Mitarbeiterverzeichnissen der einzelnen Kunden, sich verbinden kann. Hier in dem Fall haben wir das Directory von VY eingebunden. Ich kann mich also ganz normal mit meiner Kennung, mit der ich mich auch am Desktop in der Firma autorisiere, hier an dieser Azure-Lösung eben autorisieren. Das System wird geladen, startet mit einer Karte und hier unten sieht man auch schon einen kleinen Verlauf. Ich kann nochmal reinzoomen. Hier also die Karte, die also die verschiedenen Devices in der Position anzeigt und hier jetzt das ausgewählte Device, das haben wir hier Reinhard Iceberg Truck genannt und wir sehen hier nur einen leichten Verlauf der Kurve. Ich simuliere jetzt mal einfach eine höhere Luftfeuchtigkeit, indem ich den Schieberegler hier auf 34 Grad zum Beispiel sehe. Sieht man hier auch gleich im Display, 34% relative, nee, 39 haben wir jetzt. Und wir sehen gleich hier im Web, wenn das übertragen wurde, auch einen entsprechenden Ausschlag. Wir sehen jetzt schon, die Kurve ist nach oben gegangen. Wir senden, glaube ich, alle 10 Sekunden hier eine Meldung, damit hier auch ein bisschen was passiert. Ich simuliere jetzt mal eine zu hohe Temperatur. Gehe ich jetzt mal hier rein und habe mal hier einen Föhn vorbereitet. Den muss ich wahrscheinlich nur relativ kurz da drauf halten. Jetzt haben wir schon 25,6 Grad gehabt. Unser Threshold ist auf, also unser Schwellwert ist auf 25 Grad eingelegt. Wir sehen jetzt auch hier gleich schon im System, dass eine neue Alarmmeldung generiert wurde. Jetzt hier 21.20 Uhr. Wir haben ja also 25,6 Grad gehabt. Und wenn wir dann nochmal zurückschauen hier auf der T-Control-Box mit dem angeschlossenen Display, da sehen wir jetzt auch den entsprechenden Alarm. Achtung, Temperatur 25,6 Grad. Und ich könnte jetzt hier meinetwegen als Fahrer diese Alarmmeldung bestätigen, indem ich diesen Knopf hier drücke.
Dann ist der Alarm auch weg. Ja, das soweit hier zu dem Demonstrator in ganz kurzer Form. Also, ich kann euch nur dazu anhalten, schaut euch mal diese Bausteine an oder sprecht mit uns, wenn ihr irgendeine Idee bei euch habt. Ihr sagt, Mensch, das will ich mal überprüfen und will mal sehen, wie sich das anfühlt, wenn das also eine Anwendung ist. Wir bauen dann auch gleichzeitig noch eine kleine Portalanwendung dazu. Das können wir alles mit diesen Bausteinen relativ schnell machen. Also man muss nicht gleich Millionen investieren, um da mal ein sogenanntes Proof of Concept hinzukriegen. Ja, das war es heute mit unserem Tinkerforge-Baustein. Ich kriege keine Provision, bin aber Fan davon. Und abonniert doch unseren Channel und unten schreiben wir auch rein, wo man das Zeug auch bekommen kann. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Euer Thomas Horstermöller.